Jo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge ATS mit dem Max und dem Johannes. Hallo. Hallo. Und weiter geht's. Hallo. Kommst du an mir vorbei, Max, oder? Ja. Als ob ich die Maus so weit bewegt habe. Autobahn. Endlich mal wieder hier. Keine Wald- und Wiesenkacke hier. Ja. Jetzt kann man endlich wieder fahren. Die beste Straße und Autobahn gab es immer noch in Afrika, auf der TSM. Hast du Bretter können? Und der günstige Sprit, Alter. Leck mich am Sack, ey. Ja, das waren noch Zeiten. Direkt hier, direkt aus dem Bohrloch tanken, ey. Aber gleich einmal reinschütten. Ja. Das passt schon so. Einmal voll machen, bitte. Ja, einmal voll machen. Hier hast du 5 Euro, das passt schon so. Hast du Trinkgeld? Ja. Hat noch 4 Euro Trinkgeld, ne? Ja. Wie teuer war das dann meistens? Das war doch irgendwie so der Ditte, irgendwie so. Ja, irgendwie sowas. Prozent, war nicht viel. Ja, ich fand diese Autobahn, die halt am Meer entlang ging, so geil. Also von Kairo, also von Ägypten halt drüber, Tunesien und so weiter. Das war geil. Die war einfach nur gerade. Was einfach nur brettern können. Ja, aber willst du in der Wüste auch Kurven einbauen müssen? Ne? Also. Stimmt. Aber finde ich auch mal wieder schade, dass der TSM nicht weitergemacht hat, weil die TSM-Map wäre echt eine gute Addition für den gewesen. Für, also quasi wie Pro-Map, Pro-Mods, pro also wie es jetzt ist. Aber ich glaube, die Pro-Mod oder Pro-Map, was auch immer heißen mag, hat ja nicht auch so viel Länder dazu. Die haben auch eine ganze Menge jetzt. Ja, die bauen halt auch sehr, sehr, sehr detailreich, ne? Deswegen haben sie auch immer ein bisschen länger gebraucht. Washington. Ja, aber hätte man TSM-Map, wäre das da weitergegangen, dann wäre das aber die bessere Lösung für den Multiplayer gewesen. Möchte ich meinen. Wegen mehr Platz, meinst du? Erstens mehr Platz und zweitens, weil das nicht zu detailreich ist, ne, für die ganzen Mongos. Und wenn ja, dann für den Server. Und für den Server die Performance, genau. Bei TSM hat es ja eher so gemacht, dass sie halt eher mehr Platz hinzugefügt haben und zwar immer noch die gleichen Bibliotheken genommen haben wie da. Also, dass halt wirklich die, keine Ahnung, Ausfahrten gleich ausgesehen haben und so weiter. Ja. Aber die Umgebung halt anders ausgesehen hat. Ja. Kairo fand ich immer schon geil. Mit dieser komischen Brücke da, wo es die ganze Zeit hoch und runter ging, ist auch schon geil. Oder Griechenland mit diesen komischen, mit diesen Geschwindigkeitspoltern, ey. Alter, bist du damit mit einem km/h zu schnell rüber? Vor allem bist du sonst drüben. Das war so geil. Aber das war das nicht sogar von ETS
Vanilla-Dinger nicht sogar gewesen, so dämlich waren. Deswegen. Glaub ich schon, ja. Und die haben sie da genommen. Ja, mehr, weil sonst waren es immer meistens einer nur irgendwie vom Mautstellen. Das waren halt, keine Ahnung, drei Stück für einen so dummen. Ich glaube, direkt nach dem Hafen waren doch die Scheißdinger. Irgendwie so ganz komisch. Ja, ich glaube mit Ding Athen oder Thessaloniki oder so. Ja, da irgendwie waren die in der Stadt. Vor allem, das war doch auch so, wo du einfach so über die Autobahn gefahren bist in Griechenland, voll schnell. Also wo es einfach kein Problem war. Und dann bist du durch den Ort durchgekommen, wo du abbiegen musstest. Da ja, BAM! Ja, BAM! Zum, zum, zum. Der hat gesagt, Entschuldigung, nein. Können wir bitte normal weiterfahren? Danke. Nein. Das war noch Abenteuer, ey. Oder Ding, ja, diese, die Spezialfrachten aus Ägypten, ey. Diese, diese Ding, diese Statuen oder so. Ja, die Sphinx-Dinger. Ja. Das ist ja geil. Oh, fuck. Du bist jetzt nicht ernsthaft umgekippt. Oh, doch. Oh, wow. Ich glaube, wenn du dich abschleppen lässt, dann kommst du direkt nach Yakima. Ich liege schon, ich bleib mal liegen. Bei Yakima sind 17. Hallo. Liegst du, schwebst, ja, hallo. Die Kurve kam so schnell, ich konnte gar nicht richtig. Wie hast du das geschafft? Und wohin schleppst du dich ab? Mach ein schönes Bild. Arsch. Ja, das ist so. Also, Yakima sind es 10 Meilen. Ich glaube, das ja, dürfte. Okay. Ja, dann ist Yakima. Okay. Dann passt das. Ja, bin ich eh schon raus heute. Scheiß drauf. Ja, okay. Port Angeles. Mal gucken, wie weit das jetzt noch ist. Jetzt muss ich erstmal gucken. Das ist auch richtig das äußerste Zipfelchen da, da links oben. CC. Oh wow, Warnblinkanlage und den Blinker anmachen bringt nichts. Geil. Nee. Oh fuck. Ja, zu spät. Oh. Sind noch 267 Meilen. Ach Gott. Dürfte, glaube ich, funktionieren. Dürfte, ja. Ich habe jetzt keinen Überblick, wie lange war schon aufgenommen, aber so lang kann es doch gar nicht sein. Nö, das sind, keine Ahnung, 5 Minuten gewesen. Ja, höchstens, ja. Ja, dann lass fahren. Achso, du musst noch da reinfahren, ne? Ich gebe einfach schnell ab. Ja. Da machen wir nicht lang rum. Ja. Oh. Ich glaube, das meiste ist sowieso hier. Ja, überspringen, fortfahren. Fahren. Hoch? Nee, du musst erst ein Abo abschließen. Ja, bei unserem Kanal. Wow. Ah, dann können wir wieder so, weiter. So, hau in die Tasten. Genau. Jetzt war ich, glaube ich, in der Garage und hast du drin. Macht's auch noch, weißt du. Naja, wir wissen doch alle, wenn man sehr stark die Tastatur drückt, dann will man überzeugen. Ich hab da nicht doll reingehauen. Na, wenn ihr im Büro arbeitet, Leute, ne, dann immer schön. So muss ich das anhören. Tastatur, aber so muss ich die Taste anhören, bei mir war es gerade nur Brett. Wenn euch jemand fragt, das ist doch irgendwie verantwortungslos, das ist eben gegenüber von irgendwie Tastatur und irgendwie Interieur. Quatsch! Dann sagt ihr ihm einfach, das ist Arbeit. Ja, dann sind sie halt nicht überzeugend, so wie ich. Was? Gott. Oh Gott, nein! Hell no! Dann sind sie nicht so überzeugend wie ich. Leider ist aber nein. Einfach nein. Nicht? Nein. Ich blink links und fahr rechts.
Was ist denn Autobahnkreuz? Frag mal besser nicht. Ich guck's dir und denk so, hä, wie jetzt? Geradeaus, links, rechts, wo? Was? Was ist das, Alter? Ein Autobahnkreuz. Hat das Kind gemalt oder was? Und dann alle so, boah, geil. Geil, Kunst. Geil. Das ist eine Tankstelle, die nicht in, okay. Die existiert gar nicht. Ja gut, okay. Ist das so eine illegale Tankstelle? Mhm. Woher wusste ich, dass es dich schmeißt? Ich bin aber mit Absicht gerade nach rechts gegen die Leitplanke, weil ich wusste, so würde es mich noch aufhalten. Weißt du, Shortcutten darf man ja echt nicht, ne? Nee. Also, das schmeißt dich einfach. Es schmeißt dich hin. Lieber bremsen. Bremsen? Ja, wie Max immer früher gesagt hat. Dann bremst du einfach, Janus. Wer früher bremst, ist länger tot, oder wie war das? Right. Ja, na, der Max hatte recht. Lieber mal bremsen. Aber nee, liebe Kinder, wie gesagt, ich bin mit Absicht in die Leitplanke gebrettert, weil dann wäre ich wirklich gelegen. Das war geplant, ich muss ja für Ententraining sorgen, Entertainment sorgen. Klar, es muss ja geil aussehen. Ja, muss ja mal was passieren hier. Kann ja nicht immer so, ne? So cool sein. Muss auch mal richtig so lol sein und so. Wart ab, Alter. Wart ab, ey. So. Junge, passiert es mal wieder, dass du so ein Penner wie was ich vor. Uhrzeit dieser komische Tipp, der uns immer weggerammelt hat. Mm. Kommt entweder er oder sie an seiner genauso sind wie er. Kein Wort dafür ein. Also halt so Leute. Weiß ja noch, wie ich einmal so geflogen bin, dass ich im Wasser lag. Stimmt, weiß ich auch noch. Das sah also auch sehr witzig aus. Sehr gebirgig hier die Straße. Ja. Fetzige Tunnel. Motorfehlfunktion. Hat der LKW jetzt mal einen Grund auszugehen? Ja. Reise Washington 1 von 3, okay. Ja, das hab ich auch gerade gehört. Hä, was war jetzt hier? Dunkelheit. Ja. Wo das komische Schilder am Straßenrand waren. Nice. Mhm. Ist doch cool. Auf jeden Fall 30, so 6 zu 3 oder so. Guter Schnitt. Mhm. Boah, in einer knappen Stunde ist ja schon der Imperion-Stream. Boah. Also rotig. Nur dumm, dass diese Folge an einem Donnerstag kommt. Psch.
war ja nicht auf den Donnerstag bezogen. Guck lieber SnowRunner, Leute. Ja, kommt Freitag, also morgen. Morgen. Wenn ihr es seht, morgen. Ja, Johannes, was machen wir denn morgen in SnowRunner? In Alaska sein. Sag einfach nichts. Guten Flug. Hä? Bist du noch fahrtüchtig oder nicht? Nein. 100 zu 43 zu 27. Ich darf nach Longview. Ich glaube, das ist ein bisschen außerhalb vom Schuss, oder? Nee, nicht wirklich. Dann hau ich in die Tasten und guck, dass ich dich einhole. Das war aber echt nicht mit Absicht, ne? Also. Damit habe ich jetzt selber nicht gerechnet, dass mir das da passiert, ne? Ich schon. Wieso? Weil ich deine Geschwindigkeit gesehen habe, weil ich meine Geschwindigkeit gesehen habe und die Straßenführung. Herr Hobbypolizist. Ah ne, Longview lag tatsächlich genau auf dem Weg, alles klar. Passt das ja. Mann ist der Hobbypolizist. Nicht wirklich. Nein, das war alles so geplant. Ich wollte so einen Shortcut. Ich wusste das. Na dann. Ja. Weißt du was, diesen Shortcut ich nehme ich auch. Mal gucken, ob. Ist nämlich auch noch Longview? Ja. Kann ich fahr schon. Alles gut. Habt ihr das gehört, Johannes, schon mal? Mal wieder. Ja. Er mogelt. So haben wir jetzt nur noch 122 Meilen, oder? Da dürfen wir es ja eigentlich schaffen. Theoretisch. Uns beeilen, ja. Es regnet. Oh cool, was für die Krankheit. Vor allem, das ist das erste Mal, dass es mal wieder regnet. Oho, ich glaube, die letzten zwei Aufnahmen nicht mehr geregnet. Also die letzten zwei? Ja. Seit dem Update hat es bei mir nicht mehr geregnet. Das ist das erste Mal regnet. Ah, hast du schon vermisst, ja. Nee. Nicht wirklich. Na, pass auf, es ist, dann wird's wieder ab jetzt wirst du noch regnen bei dir wieder. Wie immer. Gott, ey. Hell no. Ich wette den Baum, an dem ich gerade vorbeifahre, darauf. Also. Was, wo es Max immer so gebeutelt hat? Kann sein, keine Ahnung. Auf welcher Straße hat es mich heute gebeutelt? Ja, auf der einen da. Nee, Richtung Port Angeles, wo es dann irgendwie so in den letzten Kilometern doch irgendwie so eine Landstraße wird und dann durch diese Kurve kommt. Ich glaube, da hat sie auch mal gewalzt. Gut möglich.
Ich weiß, auf welcher Straße sie mit einem ATS noch nicht umgehauen hat, in Idaho. Wow, toll, das kommt aber noch. Das kommt noch. Ja. Ja, wir wollen ja was sehen, ne? Stimmt. So, um diesen Bundesstaat beweisen, wie gut ich fahren kann. Man ist der Coole oder so. Ja. Na, come on hier, ich bin der beste ATS-Praktikant. Nicht Theorie-Kant oder so, weiß ich nicht. Also nicht praktisch, sondern in der Theorie. Nee, lieber nicht. Theokant. So, die letzten 50 Meilen sollten wir nicht gut hinkriegen. Ich hab noch 35. Ich frage mich aber, wo es hier Max gebeutelt hat, weil es ja fast geradeaus geht. Kommt noch. Kommt noch, da vorne war es. Die Landstraße ist schon geworden, kurz bevor du zu Port Angeles reinfährst. Ah, da ist jetzt so eine Hakenkurve, sehe ich. Jetzt geht's ja gleich los. Da hat's Max mein geballert. Ja, das sieht. Das, ja, genau. Ja, 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 genau. Hier sieht's verdächtig aus, ja. Genau. Und da vorne sieht's gleich noch verdächtiger aus. Ach, du bist ja schon fast bei mir. Jo. Er hat dann den Tasten gewonnen. Ja. Boah. Da ich versehentlich gerade Handbremse angezogen. Handbremse angezogen, ja. Ups. Ja, das war da vorne, da wo du jetzt gerade bist. Und da hat das Ding nochmal einen Schlenker gemacht und dann geht's danach direkt rein in den Port Angeles. Ich kann mich an die Zäune erinnern, an diese weißen. Ja. Ja, das ist. White Transats. Ich muss hier um die Kurve rumfahren. Achso. Bruh. 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 So, zack. Achso, ich darf doch geradeaus. So, das ist sehr merkwürdig. Ich habe noch 0 Meilen und bin in 2 Minuten da. Na, wahrscheinlich werden 0 Komma die nicht unterstützen. Ja, leider. Haben sie gepennt? Haben sie gepennt? Haben sie Dezimalzahlen wegrationalisiert? Ja. Sind eh nur ein Gerücht oder so. Unnötig. Also stimmt, denn. Ach, im Multiplayer muss der selber ein. Ist was? F4. Nee, nicht F4. F4. Nee, nicht F4. 6, so. Scheiß drauf. Als ob ich jetzt hier noch einparke, wenn ich schon so dämlich stehe. So, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja, lasst doch ein Like da und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.